Kombiniere, hier ist Green und das sind unsere Themen. Warum habe ich keine Pfeife? Rums, die G.I. Joes sind zurück. Kadabra, Steve Carell zaubert. Die Top 7 der Magierfilme und die Faktenflut zu Sherlock Holmes. Im Kino geht es diese Woche wieder ordentlich actionmäßig zu, denn es kommt der zweite Teil von G.I. Joe. Die Filme basieren ja auf einer Spielzeugserie, genau, auf denen da. Das sind nämlich eigentlich, das waren eigentlich mal so Soldatenpuppen, die kamen, glaube ich, 1964 auf den Markt und die durften nicht Puppen genannt werden, weil der Hersteller sich gesagt hat, Puppen, Jungs spielen nicht mit Puppen, wir brauchen einen neuen Begriff und deswegen nannte man sie Action Figures. Das lief dann eine ganze Zeit lang und irgendwann haben die Absätze so ein bisschen nachgelassen, da hat man die ganze Serie rebootet. Das war, glaube ich, 82, da hat man das Ganze dann zum Team G.I. Joe gemacht. Das heißt, plötzlich hießen die alle, die da drin waren, hießen Joes. Das waren dann die G.I. Joes. G.I. steht übrigens für Government Issue, das ist eine Abkürzung. Ja, und dann hat man sie in den Kampf geschickt gegen das böse Cobra Command, Terroristen, die die Weltherrschaft an sich reißen wollten. Jetzt gibt es den zweiten großen Kinofilm und ob der was taugt und worum es darin geht, das verraten wir euch jetzt. Der letzte G.I. Joe Film endet ja mit einem Cliffhanger. Der böse Zartan hatte es geschafft, die Rolle des US-Präsidenten zu übernehmen. Jetzt hatte die Regierung der Welt auf seiner Seite und das... Ich habe den neuen G.I. Joe Film noch nicht gesehen, fand den alten aber auf so eine trashige Art und Weise, weil er sich auch gar nicht so ernst genommen hat. Ziemlich unterhaltsam und bin mal gespannt, ob das jetzt vielleicht quasi der Rehabilitationsfilm für Bruce Willis ist, denn actionmäßig muss er ja mal wieder was gut machen nach dem letzten Stirb langsam. So, jetzt aber genug mit den Joes. Jetzt kommen wir zum unglaublichen Burt Wonderstone. Der startet erst in der nächsten Woche, aber wir wollen euch hier schon kurz vorstellen, weil in der nächsten Woche, da haben wir ja Osterpause, da gehen wir ein paar Eier suchen und wenn ihr euch die Zeit vertreiben wollt, könnt ihr euch dann Burt Wonderstone angucken. Das ist Steve Carell, den kennt ihr wahrscheinlich aus Serien wie The Office und anderen Komödien. Ja, und der präsentiert sich so als eine Art Siegfried und Roy Magier und am besten guckt ihr euch das mal kurz im Ausschnitt an. Ich bin Burt Wonderstone. Eure Ticketverkäufe sind unterirdisch. Was? Steve Gray. Wir nennen den Typ die Zukunft der Magie. Oh, 12 lange Tage hält er seinen Urin. Was geht Ihnen in diesem Augenblick durch den Kopf? Ich muss ganz dringend pinkeln. Sie sind Rance Holloway. Ich hatte Ihren Zauberkasten, als ich klein war. Das, was Sie im Augenblick fühlen. Deswegen sind Sie Magier geworden. Das und wegen der Frau. Das und wegen der Frau. Oh mein Gott, wie groß! Das größte Bett in Vegas. Oh. Wir brauchen eine große Illusion. Sie und Burt Wonderstone beabsichtigen, die ganze Woche in dieser Box zu sein? Oh, ich krieg keine Luft, ich krieg keine Luft. Ist ja gut. Ja. Trotz der ziemlich geilen Besetzung mit Steve Carell, Jim Carrey und Steve Buscemi hat der Film die US-Kritik leider nicht so richtig überzeugt. Das hat leider nur für 4 Punkte gereicht, aber ihr könnt euch ja euer eigenes Urteil bilden und uns dann sagen, wie hat euch Burt Wonderstone gefallen. Und in der Zwischenzeit werfen wir mal einen Blick darauf, wie sieht das eigentlich aus mit Zauberern im Film in unserer Top 7. Der beste Zauberer ist er nicht, aber der witzigste, wenn er sich in Presto mit seinem extrem renitenten Kaninchen anlegt. Dann beweist er nicht nur eine ungemeine Bühnenpräsenz, sondern auch eine erstaunliche Leidensfähigkeit. Presto ist damit unser Platz Nummer 7. Er macht einem ein bisschen Angst, auch wenn er auf der Bühne so überzeugend wirkt. Buck Howard, gespielt von John Malkovich, ist ein Gedankenleser, ein Mentalist, der vor allem das Talent besitzt, seine eigene Gage zu winnen. Das ist skurril, witzig und weird und unser Platz Nummer 6. Sie hatten eine super Zaubershow laufen, bis ihnen dieses kleine Missgeschick passierte und sie versehentlich eine Assistentin geköpft haben. Danach gehen sie getrennte Wege und aus den Kollegen wurden erbitterte Rivalen, deren Kleinkrieg für die Zuschauer höchst unterhaltsam ist. Harry und Carl in Magicians ist unser Platz Nummer 5. Er ist die Kinoantwort auf Chris Angel. Peter Vincent, der düstere Goth-Magier, hinter dem sich der so gar nicht mutige David Tennant verbirgt, der ziemlich überfordert ist, als er statt Schaueffekten gegen echte Vampire antreten soll. Das ist witzig, creepy und lässt Peter Vincent auf den Platz Nummer 4.
Ausnahmsweise mal zwei echte Magier, die sich ihren Platz im TV und auf den Bühnen von Las Vegas längst verdient haben. Penn und Teller, die mit ihren politisch bösartigen Zaubershows und Serien wie Bullshit eine treue Fangemeinde erobert haben, waren auch schon in einem Spielfilm zu sehen. In Penn und Teller Get Killed spielen sie mörderische Scherze miteinander, bis ihnen plötzlich ein echter Killer auf den Fersen ist. Das großartig garstige Ende sichert Penn und Teller den Platz Nummer 3. Er liefert eindeutig eine beeindruckende Show, die so schnell niemand durchschaut. Wie weit Robert Angier alias The Great Danton in The Prestige geht, um im Zauberduell mit Widersacher Christian Bale zu gewinnen, das ist schwer zu glauben. Auch wenn er uns Angst macht, Hugh Jackman als Angier ist unser Platz Nummer 2. Er schafft es, ein ganzes Land mit seinen Illusionen zu verzaubern, denn auch wenn er ordentlich auf die Kacke haut und gerne mal überlebensgroß erscheint, ist er im Grunde doch nur ein alter Zausel hinter einem Projektor, der trotzdem Dorothy und ihren Freunden genau das geben kann, was sie brauchen. Deswegen und weil er einfach ein Klassiker ist, landet der Zauberer von Oz auf Platz Nummer 1. Magische Fähigkeiten hat er zwar nicht, aber er hat trotzdem die Zuschauer verzaubert und in seinen Bann gezogen. Er hier, Benedict Cumberbatch alias Sherlock. In der letzten Woche haben die Dreharbeiten zur heiß erwarteten dritten Staffel begonnen. Und um euch ein bisschen die Wartezeit zu vertreiben, bis sie denn fertig geschnitten, montiert und ist und ihr dann endlich erfahrt, wie es weitergeht mit Sherlock Holmes und Watson, haben wir gesagt, wir bereiten etwas für euch vor, nämlich eine Faktenflut zu Sherlock. Bam! Die Faktenflut zu Sherlock. Holmes. Im ersten Entwurf der Story A Study in Scarlet hießen Sherlock Holmes und Dr. Watson noch Sherlinford Holmes und Ormond Sacker. Arthur Conan Doyle hat das zum Glück noch geändert. Der dramatische Cliffhanger der zweiten Staffel von Sherlock geht direkt auf die Vorlage The Final Problem von Arthur Conan Doyle zurück. Er wollte damals seinen Detektiv tatsächlich sterben lassen am Reichenbach-Fall. Doch seine Fans ließen das nicht zu. Nach 3 Jahren Pause musste er die Figur wiederbeleben, weil die Leser nach neuen Holmes-Geschichten verlangten. Die BBC-Serie wird Holmes deswegen natürlich zum Start der dritten Staffel zurückkehren lassen. Der erste Sherlock-Holmes-Film lief gerade mal 1 Minute. Er hieß Sherlock Holmes verblüfft, Sherlock Holmes baffled und stammt bereits aus dem Jahr 1900 und dürfte damit gleichzeitig auch der erste Krimi sein. Wollen wir den noch fertig gucken? Traditionell benutzt Sherlock Holmes eine Gruppe von Straßenkindern, die für ihn kleine Aufträge ausführen und Informationen sammeln. Die Baker Street Irregulars. Die Kinderbande war so beliebt, dass Winston Churchill im Krieg eine Sondereinheit nach ihnen benannte. Außerdem waren sie Stars mehrerer Fernsehserien, in der sie selbst Fälle aufklärten. In der BBC-Variante Sherlock bedient er sich natürlich eher moderner Ermittlungsmethoden. Aber auch dort hat Holmes ein Netzwerk von Obdachlosen, die ihm Informationen zuspielen. Sherlock Holmes' Bruder heißt Mycroft Holmes und wurde in der letzten Filmversion mit Robert Downey Jr. vom britischen Multitalent Stephen Fry gespielt. Und das gerne auch mal nackt. Bei Sherlock tritt die Figur ebenfalls auf. Dort arbeitet er als freier Mitarbeiter des CIA und MI6 und wird von Mark Gatiss verkörpert, einem der beiden Erfinder der Serie. Der offenschwule Gatiss wurde bekannt als ein Mitglied der düster blutigen Comedy-Serie The League of Gentlemen, in der er mitspielte und mitschrieb. Neben Gatiss ist natürlich Stephen Moffat der führende kreative Kopf hinter der Serie. Die beiden arbeiten häufig zusammen, zum Beispiel bei der Serie Jekyll oder der legendären Sci-Fi-Serie Doctor Who. Benedict Cumberbatch, der Sherlock-Star, ist großer Doctor Who-Fan und war kurzzeitig im Gespräch, als Nachfolger für David Tennant einzusteigen. Daraus wurde nichts, aber er würde trotzdem gerne mal eine Rolle beim Doktor spielen. Matt Smith, der jetzige Doctor Who-Schauspieler, war im Gespräch für die Rolle von Sherlock's Watson, ehe sie an den jetzigen Darsteller Martin Freeman ging. Er und Cumberbatch wären einfach das perfekte Team, sagt Produzent Stephen Moffat. Benedict Cumberbatch hat anscheinend ein Faible für fantastische Stoffe. Auf der Bühne war er schon als Frankenstein und Frankensteins Monster zu sehen, unter der Regie von 28 Days Later-Regisseur Danny Boyle. Das Zitat, Elementary, my dear Watson, kam zwar in Arthur Conan Doyles Geschichten so direkt nie vor, gilt aber dennoch als bekanntester Ausspruch von Sherlock Holmes. Der Ausspruch Elementary ist hingegen auch schon Teil der Buchvorlage und wurde zum Titel der US-Serie Elementary. Sie läuft seit 2012 und verlegt Sherlock Holmes ebenfalls in die Gegenwart. Er hat allerdings eine Frau an seiner Seite, Joan Watson, gespielt von Lucy Liu. Während die ersten beiden Staffeln von Sherlock zusammen gerade mal 6 Folgen haben, hat allein die erste Staffel von Elementary schon 24 Folgen. Dort lebt Sherlock Holmes in New York, ist ein Drogensüchtiger auf Entzug und Joan Watson ist sein Sponsor. Das heißt, sie soll ihm helfen, nach dem Entzug wieder ein normales, drogenfreies Leben zu führen. Sherlock wirkt hier wesentlich rauer. Er trägt 3-Tage-Bart, hat zahlreiche Tattoos am Körper, ist aber ein ebenso brillanter Detektiv wie sein Kollege bei der BBC. Den US-Sherlock spielt der Brite John Lee Miller, ein guter Kollege von Benedict Cumberbatch. Die beiden standen in Danny Boyles Frankenstein-Stück gemeinsam auf der Bühne. John Lee Millers bester Freund ist Jude Law, der auch kein Unbekannter im Holmes-Universum ist. Er spielt John Watson in den Kinofilmen mit Robert Downey Jr.
Fans von Benedict Cumberbatch nannten sich zunächst Cumberbitches. Weil der Schauspieler das aber ein bisschen weird fand, sind einige umgestiegen und nennen sich jetzt Cumberbabes und Benedicts. Holmes ist drogensüchtig, er ist super smart, hat aber eine verhängnisvolle Vorliebe für Kokain. Das ist keine moderne Erfindung der Serie, sondern schon Teil der Originalstories von Arthur Conan Doyle. Nicht offiziell ist allerdings die Geschichte The 7% Solution, in der erklärt wird, dass Holmes nach seinem angeblichen Sturz in den Reichenbach-Wasserfall in Wirklichkeit mehrere Monate wegen seiner Drogensucht bei Sigmund Freud in Behandlung war. Die 7%ige Kokainlösung erzeugt nämlich krasse Wahnvorstellungen beim Meisterdetektiv. Auch diese Holmes-Story vom Autor Nicholas Meyer wurde verfilmt unter dem passenden deutschen Titel Kein Koks für Sherlock Holmes. Dort wird auch erklärt, dass Oberschurke Moriarty nur der Hauslehrer der Familie Holmes war, der mit Sherlocks Mutter eine Affäre hatte, aber nie ein genialer Superschurke war. Ganz im Gegensatz zu fast allen anderen Versionen, in denen Moriarty tatsächlich das geniale Mastermind und Holmes böser Zwilling ist. In der Steven Spielberg-Produktion Young Sherlock Holmes wird eine ganz eigene Version von Moriarty erzählt. Dort ist er Professor Wrath, der wahnsinnige Lehrer des jungen Sherlock, der nach seiner ersten Auseinandersetzung mit Holmes, die er schändlich verliert, den Namen Moriarty annimmt. In der BBC-Serie Sherlock hatte er seinen Auftritt bereits und genau wie im zweiten Kinofilm mit Robert Downey Jr. sorgt er auch dort für Holmes' verhängnisvollen Absturz. In der Serie Elementary wird er erst am Ende der ersten Staffel eingeführt und soll Sherlock von da an das Leben zur Hölle machen. Nicht offiziell ist auch, dass Sherlock Holmes und Dr. Watson schwul sind, auch wenn es aufgrund ihrer langjährigen engen Beziehung immer wieder vermutet wurde. Vor allem die Kinofilme mit Robert Downey Jr. und Jude Law spielen suffisant mit dem Motiv des alten Ehepaars, als dass Watson und Holmes gerne mal gesehen werden. Und auch in der BBC-Serie muss sich Holmes von Watson fragen lassen, ob er denn einen Boyfriend habe. Außenseiter ist die US-Fassung. Da Watson dort eine Frau ist, entfallen praktischerweise alle homophilen Untertöne. In den Büchern ist Watson brav verheiratet, doch Holmes erscheint eigentümlich asexuell. Für ihn gab es nur eine Frau, die ihm je mehr bedeutet hat, Irene Adler. Die in der BBC-Serie lesbisch ist. Was zu einer seltsamen Folge führte, in der die lesbische Irene Adler sich in den angeblich nicht schwulen Holmes verliebt und sich von ihm retten lassen muss. Eine Folge, die bei vielen Frauen nicht sonderlich gut ankam, reduzierte sie doch eine starke Frauenfigur zu einem hilflosen Etwas, das dem genialen Sherlock natürlich absolut unterlegen ist. Die britischen Polizeikräfte benutzen seit Mitte der 80er Jahre ein Computersystem zur Ermittlung und zum Informationsaustausch. Es heißt Home Office Large Major Inquiry System, HOMES. Die Zukunft für Holmes sieht gut aus. Die vierte Staffel von Sherlock ist bereits beschlossene Sache und auch Elementary wird wohl eine zweite Staffel bekommen. Und auch im Kino soll er bald wieder zu sehen sein. Robert Downey Jr. kann es kaum erwarten, wieder zu ermitteln. Alles, was noch fehlt, ist ein gutes Drehbuch. So viel Screen für diese Woche. In der nächsten Woche machen wir dann ein bisschen Pause. Da ist dann Ostern und ich hoppel ein bisschen mit langen Ohren durchs grüne Gras und verstecke Eier. Muss auch mal sein. Wenn wir dann wiederkommen, dann gibt es Oblivion, einen Sci-Fi-Action-Film mit Tom Cruise und Haie im Supermarkt in Bait. Das wird bestimmt ein knaller Film. Wie gesagt, also in zwei Wochen sehen wir uns wieder bei Screen. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann gebt ihr uns einen Daumen nach oben. Wenn sie euch nicht gefallen hat, dann gebt ihr uns auch einen Daumen nach oben und verteilt uns in allen euren sozialen Netzwerken, damit alle Leute wissen, was diese Woche im Kino so ansteht. So, das war's. Wenn ihr euch noch ein bisschen die Zeit vertreiben wollt, dann guckt ihr uns zum Beispiel den Filmcheck zu Rubin Rot an oder eines unserer Filmwissensvideos, das wir hier verlinkt haben. Ich wünsche euch wunderbare, prächtige Ostertage. Und bis dann, also, was sage ich sonst immer? Wie ist denn dieser Abspannsatz, den ich immer sage? Ich habe das doch gleich wieder. Ach ja, Checks, Flex und Relax und wie immer, viel Spaß im Dunkeln.